Dann gucken wir mal, ob wir alles haben, um ein Kletterseil mit Haken zu erfinden. So, Horter Kämpfer. Nahkampfschaden 5% gegen Monster. Wurfschaden plus 10%. Das ist nicht schlecht bei den Messern, ne? Wir machen mal mehr Nahkampfschaden. Ich hoffe, das ist eine gute Idee gewesen. Die anderen Sachen waren auch gut, aber ich glaube, so langsam müssen wir mal auch daran kommen, an den Nahkampfschaden. Splittergranate. Explosive Wurfwaffe, die bei der Detonation Metallsplitter umherschleudert, nicht sonderlich wirksam gegen Gebäude. Die Anzahl der Verwendung wird am Lagerfeuer. Plus 50% gegen Monster. Oh, okay. Aber wir brauchen das hier. Kletterseil mit Haken. Stofffetzen, Metallschrott. Ermöglichen Abstieg in Grüfte. Ja, okay, das brauchen wir definitiv. Sehr gut, das ist auch so ein allgemeines Teil anscheinend. So. Wir könnten auch die Splittergranate machen. Die Frage ist nur, ob wir die... Aber Wurfschaden gegen Monster ist schon nicht schlecht, ne? Wir gehen einfach erstmal runter, würde ich sagen. Ja, nee. Okay. Gepäckmäßig müssen wir noch irgendwas. Machete ist, glaube ich, ganz gut. Nee, die Wahl ist okay. Ich weiß ja gar nicht, was mich da unten erwartet. Wohin jetzt? Naja, jetzt gehen wir wieder zurück auf den Friedhof und versuchen abzusteigen. Ich will wissen, was da los ist. Bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich machen wir es richtig. Wir steigen ab. Okay. Seilklettern. Im Sportunterricht so gehasst. Oh, oh, was? Gruft des hungrigen Königs. Da ist das Relais. Was ist denn hier? Was? Wie ist das denn hier gelandet? Keine Ahnung. Was ist denn jetzt los? Wo sind wir hier? Wow. Es sieht so cool aus. Mann, sieht das cool aus. Was ist das? Können wir das kaputt machen? Ich sollte... Jetzt rennt er wieder zurück. Ich sollte dieses Verbindungsgedrückt halten. Ach so, ja. Ach, das geht einfach so. Das war das letzte Verbindungsrelais. Jetzt schnell zurück zu dem Tor in der Evakuierungszone. Ja, aber wo sind wir? Ich will wissen, wo wir sind. Kann ich irgendwas kaputt machen? Wo bin ich hier? Ein Sarkophag, würde ich sagen. Hinabsteigen, da wird jedenfalls noch die Taschenlampe nützlich. Das ist ja eher nicht so. Was wohl in diesem Ding ist? Ich weiß nicht. Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Au! Oh! 80 Tage. Oh, das war doof! Ach, wir landen wieder hier. Okay, das passt ja. Dann ist ja nicht so schlimm. Warte mal, es ist doch am besten, glaube ich, wenn ich mich hier direkt an den Kopf stelle, oder? Dö, 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 dö. Eigentlich ist es egal. Dö, 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 dö. So, warum nicht gleich so? Indiana Jones-mäßig öffnen. Das ist bestimmt eine ganz tolle Idee. Einfach so? Gruftprofi. Wir kriegen einfach so ein Ding. Nice. Arlen, danke schön für den Follow und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier. Okay. Heißt das jetzt, wir können jede hinabsteigen und so eine Kugel finden? Ich dachte, wir können ja... Ich dachte, das wird jetzt hier richtig ein großes Abenteuer oder so. Oh, großes Abenteuer. Okay, das ist wirklich wie Indiana Jones. Da können wir nichts machen. Die Totenköpfe sind aber auch mega cool. Und was ist das hier eigentlich? Zurückspulen. Oh,
Warum kann man denn zurückspulen? Warum will ich das? Okay. Interessant. Sehr, sehr interessant. Wieder öffnen. Nee, brauchen wir ja nicht. Ja, cool. Okay. Vielleicht können wir das jetzt überall, wo eine Gruft ist. Hoffe ich jetzt einfach mal, weil mit den anderen konnten wir bislang nicht interagieren. Das wäre natürlich richtig toll. Dann haben wir das Verbindungsrelais auch. Jetzt müssten wir eigentlich... Jetzt bietet sich das theoretisch an. Da war noch ein Obelisk. Das heißt, ich kann das hier wegnehmen. Oh, hier ist noch ein Radio. Vielleicht sollten wir das eben noch mitnehmen. Vielleicht einfach hier der Straße weiter zu folgen und dann einmal zu gucken, ob wir das Terminal jetzt hier aufmachen können. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir die Insel verlassen können, aber wäre schon interessant. Warte mal, ich verliere dann immer den Überblick. Da ist das Radio. Hatte ich das nicht mitgenommen? Das Radio ist da. Da war ich gar nicht drin, ne? Nee, da waren wir noch nicht drin. Now conducting a scheduled inspection of the wall systems. You will need to comply with their orders. This is an automated recording sent from K23, okay. The Crown Station. Ich weiß aber auch nicht, was einem sagt, wo Holz drin ist. Wir haben schon große Tüte kaputt gemacht, da war ständig Holz drin. Wir brauchen unbedingt Holz. Oh, warte. Ich will ja in Ruhe looten. So, nehmen wir die Keramik mal mit. Ja, ich denke mir mal, wir kommen da noch nicht. Also, dann wäre ja das Spiel vorbei, wenn wir jetzt praktisch schon das Tor öffnen und da eigentlich fliehen können. Da wird sicherlich noch irgendwas passieren. Aber ist auch gut so, weil die Karte ist noch so riesig. Ich finde das so großartig. Chilisuppe. Eine Tomatensuppe mit scharfen Gewürzen, die dieses angenehme Brennen erzeugt. Schaden hinterrücks plus 25%. Das ist mega cool. Und das können wir sogar machen. Ja, aber hallo. Chilisuppe. 7 Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 6 Gewürze. Wir haben 25. So, 6. Kochen und essen. Mr. Sun, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Ein kurzes Hallo. Ja, ich mache auch, glaube ich, nicht mehr so lange. Nein, ich glaube, ich mache auch nicht mehr so lange. Aber danke schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, alles gut soweit bei dir. Gut. Haben wir gemacht. Jetzt haben wir hinterrücks mehr Schaden. Das ist richtig cool, weil das mache ich schon mal ganz gerne. Da müssen wir nämlich nicht kämpfen. Da kam aber kein Holz raus, ne? Ne, da kommen nur Holzreste mal raus. Okay. Da waren wir auch nicht drin. Dann räumen wir das eben auch nochmal aus. Ach, da ist schon wieder so ein Typ drin. Nein! Ach Mist! Ich wollte die andere Tür zumachen. Na gut. Geht auch so. Oh ja. Das war wirklich Hinterrückschaden. Und das war wesentlich höher. Und das war's. Cool. Der hat aber auch nicht Holz gebracht, ne? Nee, dachte, weil er ein großer Schrank ist oder sowas. Guten Tag, morgen. Moin. Schaden hinterrücks, Chilisuppe. Diese Kombination der Entwickler hat Humor, ja. Stimmt. Stimmt, jetzt wo du sagst.
So, die Bücherregale haben sich, glaube ich, auch gelohnt. Manchmal kommt dann nämlich... Da ist noch eine Heizung. So. Letztendlich lohnt es sich einfach wirklich alles zu zerlegen, weil du ja auch Erfahrungspunkte bekommst, ne? Aber es ist eben halt... Nein. Ach Mann, hör mal auf jetzt. Ich will das... Dann mach, hau ich da eben drauf. Du kriegst ja auch durchs Zerlegen eben halt auch die Punkte. Da war uns nicht weiter, okay. Vielleicht könnte ich dann, wenn wir da eben nochmal zurücklaufen zu dem Punkt, mache ich das so, dass wir vielleicht... nein, das ist die falsche Richtung gewesen. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zum Lager zurück. Hey, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, doch, dass wenn wir jetzt eben nochmal zu dem Tor zurücklaufen und dann, ja, und dann wieder in unseren Ursprungsort, der Anfangsort. Da würde ich dann eventuell noch ein bisschen, vielleicht, wenn ich dann Lust habe, noch ein bisschen weitermachen und, den Rest komplett leer looten da. Wobei ich glaube, wir haben schon so gut wie gar nichts mehr übrig gelassen. So, warte mal, da war noch ein Fahrzeug. Zack. So, was hatte ich jetzt gesagt? Der Straße folgen und dann müssten wir eigentlich... Ja, wir laufen auf der Straße weiter und dann kommen wir da oben wieder hin. Passt eigentlich ganz gut. Habe ich gerade gesagt, der Straße folgen? Ja, dann muss ich auch auf dieser Straße bleiben. Na, vielleicht gehe ich dann mal ein bisschen angeln, dass wir wieder Fisch haben und... Ups, das war, glaube ich, auch hinterrücks, ne? Ich muss aber auf der Straße bleiben. Mich nicht ablenken lassen. Oh, hier ist aber einiges kaputt. Vorsichtig, Vater, wo sind wir? Perfekt. Dann können wir hier gleich das Lager vorher aktivieren. Warte, das ist eins, wo Respawn ist, ne? Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich sag doch so, das Lager vorher aktivieren. Die Evakuierungszone. Doch, eigentlich schon. Sonst muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Machen wir einfach jetzt mal eben. Bloß wenn wir jetzt in den Grüften diese Augen finden können, dann können wir tatsächlich... Könnten wir hier vielleicht auch nochmal eben... Wobei, hier gehen die Gegner ab. Ich schlag mich da mal eben durch und versuche mal eben da zu öffnen. Zack. Das ist dann instant. Hier ist sogar gar keiner mehr. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Ich würde mal die Autos looten. Die haben doch Gummi, oder? Die Autos kann man nur dann looten, wenn da so eine Lupe drauf ist. Und das ist immer unterschiedlich, was die für Materialien haben. So, jetzt müsste es doch gehen. Tor öffnen. Ja. Okay.
Öffne das Tor. Findet eine Fluchtkapsel in der Evakuierungszone. Jetzt sag nicht, man kann jetzt hier wirklich das Spiel verlassen. Mach keinen. Nein. Das sieht vielversprechend aus. Nicht flüchten. Ich will bleiben. Nicht. Könnte das meine Fahrkarte hier raus sein? Errungenschaft. Means of escaping. Fehlt allerdings noch der Treibstoff. Ha, natürlich. Ich könnte mit diesem Verbindungsturm versuchen, nach Brennstoffzellen zu scannen. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das Spiel wäre zu Ende. Das wäre ja katastrophal. Oh, Glück gehabt. Benutze den Verbindungsturm der Evakuierungszone, um die Gegend nach Brennstoffzellen zu scannen. Alles klar. Untersuchen. Brennstoffzellen. Ja, okay. Das wurde ja auch mitgeteilt. Ach, hier waren die anderen. Okay. Das können wir noch nicht zerlegen. Das heißt, wir gucken uns mal eben hier um, was wir alles mitnehmen können. Und dann gehen wir gleich mal eben zum Verbindungsturm. Und dann würde ich dann in unser Startgebiet gehen. Oder lohnt sich das, ins Startgebiet zu gehen? Ich weiß gar nicht. Komm ich hier rein? Ach, Experten-Dietrich brauchen wir dafür. Den können wir, glaube ich, erst mit, ich weiß nicht, Level 19 oder sowas war das, glaube ich. Yep, okay. Ja. Wir looten mal eben alles weg. Da ist nichts. Hier ist noch so ein Terminal. Es kann sein, dass man die Autos irgendwann zerlegen kann, ne? Hier war, oh, da waren jetzt zwei Eisen drin. Denn ansonsten wird es dir immer angezeigt, wenn du was machen kannst. Hier oben war doch auch irgendwas gesperrt. Brauchte man doch auch einen Experten? Ja, Experten-Dietrich braucht man dafür. Okay, da kommen wir also nicht rein. Schade. So, dann gucken wir uns mal eben den Verbindungsturm an. Was sagt der denn jetzt? Scanne nach Brennstoffzellen. Scanne die Insel. Ah, das war so klar. Aber ich finde, ich liebe es, wenn ich das Spiel dann wirklich über die ganze Karte damit schickt. Weil bei solchen Spielen macht das echt Spaß. Da hast du Belohnungssystem ohne Ende. Das heißt, hier müssen wir einmal, das wird Schneegebiet sein. Und hier unten waren wir noch gar nicht. Das wird interessant. Und das ist so riesig. Guck dir das mal an. Das Areal, was wir jetzt schon durchlaufen haben, erscheint schon so groß. Die Karte, jedes Mal da so irgendwie drüber. Aber diese ganze Insel ist so riesig. Ja, hier, guck mal, das sieht nach Wüste aus. Hier ist Schneegebiet. Da brauchen wir noch die Ausrüstung dafür, damit wir da rein können. Und hier war ja schon irgendwie so dschungelmäßig. Und das sieht tatsächlich nach Wüste aus. Und das sieht sogar noch schlimmer aus hier. Oh, das ist noch so viel. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier diese... Oder ich spare mir die erstmal auf. Momentan geht's noch. Wenn ich merke, dass es zu nervig wird, können wir immer noch irgendwo was reinsetzen. Aber ich glaube, die Brennstoffe sind weit weg. Aber wenn sie noch intakt sind, sollte ich damit die Fluchtkapsel wieder auftanken können. Und dann komme ich endlich von dieser verdammten Insel runter. Nein, die Insel ist nicht verdammt. Das macht Spaß. Ja, dann renne ich jetzt, glaube ich, mal eben zurück in unser Startgebiet, weil da können wir vernünftig alles Mögliche machen, ohne ständig nur alles freikämpfen zu müssen. Oh, warte. Da ist Eisen drin. Und dann mache ich nämlich langsam Feierabend. Dann gucken wir nämlich eventuell gleich noch einen Film oder vielleicht dann Game of Thrones weiter. Ich weiß es noch nicht so genau. Müssen wir mal schauen. Hier bin ich auch zu Fuß noch gar nicht lang gelaufen. Oh, warte. Nee, ich weiß auch warum. Hier war nämlich dann der Trailer. Oh, guck mal. Freischalten.
Ja, wir müssen da jetzt einmal runter. Wir müssen da jetzt einmal runter, weil wenn wir da diese Kugeln finden, wer schaut einen Film? Naja, ich gleich mit Schatzi gucken wir gemeinsam einen Film. Kaputte Stufen. Ich denke mal, das kann man auch looten und... Nein, nicht verlassen! Nicht verlassen! Ich habe versehentlich E gedrückt. Ich doch. Nein, 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 nein. Geh da sofort wieder rein. Hm. Ja, sollte ich machen, weil es ist sonst gleich zu spät. Nicht wieder mit der Community. Du, das war ja... ich habe das Gefühl, die meisten sind, als ich den Film geguckt habe, gegangen. Upsi. Die brechen also weg. Kann ich hier wieder zurückspulen? Zurückspulen. Okay, das heißt, ich kann... Alles klar. Okay, das ist ein Rätsel. Au, oh, warte. Nein! Mist, drücken. Nein, gestorben. Mist. Okay, das macht Sinn mit dem Zurückspulen, weil dann kommen die Steine wieder. Lag wahrscheinlich auch an dem Film, den wir geguckt haben, aber momentan, ich glaube, da ist auch nicht wirklich so das ganz große Interesse dran. Was nicht schlimm ist, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Ihr sollt mir keinen Gefallen tun. Okay. Nein! Nein! Und ich kann da nicht rüberspringen. Oh, okay, ja, das muss man natürlich geschickt machen. Okay, ja, ja, ich weiß, wie es geht. Es ist kein Problem, das kriegen wir noch hin. Kaputte Stufen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht gelöst. Hä? Och nein! Okay. Der geht dann wieder hoch. Ich muss dann beide nochmal. Hm. Ja, das ist natürlich... Jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Das muss ich jetzt beim zweiten Mal nur auch noch so hinkriegen. Pass auf. Theoretisch muss das jetzt gehen. Oh, du linkes Bazille. Du linkes Bazillenspiel. Okay, da muss ich also auch noch mich beeilen. Alles klar. Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Werfen kann ich nichts, ne? Dagegen. Ne, ich muss das, glaube ich, drücken. Ja, ich muss es drücken. Ja! Ja! Gib mir deine Perle! Woo! Gruffprofi! Ah, dankeschön, danke, danke, danke. Hey, wir haben die Gruft doch geschafft. Cool. Danke. Danke, 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 danke. So, weiter geht's. Security. Komme ich da überhaupt? Doch, ich komme da rein. Ich muss da, glaube ich, nur außen rum rennen, ne? Ja, das ist gar nicht so schwer. Alles klar. Hier sind wir ja auch am Beginn des Spiels lang gelaufen. Das hat aber Tage und Nächte gedauert. So, hier ist perfekt. Hier können wir uns wieder niederlassen. Wir haben noch ein Auge. Ich setze mich mal eben hin, gucke eben, ob ich noch irgendwas machen kann. Und dann werde ich abspeichern und dann war es das. Für heute. Der Experten-Dietrich, den will ich unbedingt haben, damit wir die besseren Sachen aufmachen können. Wir haben jetzt einiges an Eisen, ne? Vielleicht sollte ich das einfach machen. Die Splittergranaten, die würde ich auch gerne ausprobieren.
Wurfschaden gegen Monster ist schon nicht schlecht. Und wenn wir je mehr wir es erweitern, umso besser wird es wahrscheinlich. Ist schon super, ein Profi, eine Profi-Gamerin beim Zocken zu sehen. Eine Profi-Gamerin. Na. Wie war das noch? Einfach nur annehmen. Einfach nur annehmen. Ich mache jetzt das mal eben. Jetzt haben wir die verbesserte Aufbewahrungskiste. Und ich mache die Splittergranate. Nein! Drei Eisen fehlen mir. Verdammt. Ich habe nicht gerechnet. Das war dumm. Logisch. 15 und 15 ist schon 30. Ja, aber ist auch kein Problem. Kriegen wir auch hin. Kriegen wir auch hin. Kein Problem. Da brauchen wir Fell für den Bullshoot und für die Pelzmütze. Mütze brauchen wir auch Fell. Ja, vielleicht mache ich tatsächlich in dem Spielstand noch ein bisschen was so nebenbei. Zum Beispiel Holz suchen. Holz suchen wäre nicht schlecht. Für die Machete. Machete. Das ist irrelevant. Das eigentlich sind die Sachen nicht ganz so schlimm. Die bessere Kiste für Reparaturen. Ja, genau. Das ist am wichtigsten, glaube ich. Also es kann sein, dass ich dann hier im Gebiet nochmal alles freiräume, alles dicht... Oh, warte, nein, wir können... Eins will ich noch eben machen. Ich will kein Ende. Das will ich mal eben noch machen. Und zwar war hier hinten... Da kamen wir ja nicht rein und anscheinend können wir da jetzt rein. Und da wir ja hier jetzt dafür gesorgt haben, dass die Gegner nicht spawnen, können wir eigentlich da eben nochmal hin. Und uns das Rätsel mal eben angucken. Nicht wahr? Komm, das machen wir eben nochmal freischalten. Ich steig nochmal hinab. Nur noch ein was? Und noch eins und noch eins. Naja, wenn ich jetzt schon mal hier bin, bevor ich das wieder vergesse. Oder bevor ich dann hier mich doch noch aufhalte und hier rumrenne. Der Fall der vier Könige. Das klingt wie drei Fragezeichen. Oh oh. Okay, die müssen wir wahrscheinlich in einem gewissen... Eieiei. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Ja, okay, das ergibt Sinn. Warte, lass mich erstmal gucken, was ist Nummer 3? Das ist Nummer 4. Also 1, 2, 3, 4. Das heißt, bevor ich da jetzt warte, drauf rumlaufe. 1. Oh oh. Oh, ho, ho, ho. Ja, okay. Ach so, das geht wieder zu. What? Warte. Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Ach, die muss man schieben. Alles klar. Okay, resetten bitte. Ei, das wird jetzt aber knifflig. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Wir spulen mal eben zurück. Weil, wenn ich das richtig sehe, das ist so ein Schieberätsel. Oder kann ich das Ding anfassen? Das fällt dann ja sofort runter, wenn ich nicht hinterherlaufe. Ach du grüne Neune. Kann das sein, dass es mit das schwerste Rätsel wird? Weil jetzt muss ich mir genau überlegen, wo ich welchen Stein hinschubse, damit ich ihn da hinbekomme. Das ist der einfachste. Aber dann ist das hier alles weg. Oh, ich sag das so. Ach, du ahnst es nicht. Und die gehen auch nur in diese Richtung, ne? Logisch. Ja, klar. Puh. Da, ne, das kannst du knicken. Ich hing jetzt eben schon fest. So, ja, und dann kannst du die anderen nämlich alle gar nicht mehr. Das ist aber richtig knackig. Kann das, ich würde mich nicht wundern, wenn das das knackigste, das, gerade das im Anfangsgebiet das knackigste Rätsel ist.
Muss man die auch noch gegeneinander verschieben, damit man, also den einen da, aber dann, nee, das kannst du gar nicht. So schnell kannst du da gar nicht hinrennen. Oh, ich glaube, das sparen wir uns auf. Das scheint sehr knackig zu sein. Okay, aber ich mag sowas. Aber das, damit werde ich mich heute nicht mehr befassen. Weil da muss man dann in einer bestimmten Reihenfolge und eventuell sogar noch einzelne gegeneinander verschieben. Okay. Das heben wir uns für ein anderes Mal auf. Ja, dann würde ich sagen, packe ich mir nochmal eben hier an das Feuer. Ich werde wahrscheinlich hier den ganzen Ort zerlegen, was geht. Und noch ein bisschen Holz sammeln, dass wir die Machete auch weiter aufwerten können. Und dann speichern wir jetzt ab. Es macht immer noch mega Laune. Also es kann tatsächlich, du machst es dir bestimmt komplizierter, als es ist. Das kann gut sein, ja. Das kann natürlich auch sein. Ist mir auch schon oft genug passiert. Aber macht mega Laune, muss ich sagen. So, ich werde aber jetzt hier Feierabend machen, ihr Lieben. Und werde mich direkt ausklinken, weil ich habe jetzt mega Hunger. Und das waren jetzt schon über 5 Stunden. Das waren jetzt 5,5 Stunden sogar. Mrs. Sandy, auch einen wunderschönen Samstagabend. Vincent, auch dir. Und Hans, auch dir. Ich verabschiede mich gleich wieder mit dem Schlussakkord. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt geduldig. Bis zum nächsten Mal. Es macht mega Spaß. Es kann kurzfristig passieren, dass ich vielleicht doch morgen Vormittag nochmal kurz anschmeiße. Dann können wir wenigstens morgen Vormittag noch kurz ein bisschen aneinander schnacken. Also nicht allzu lange und dann vielleicht noch ein Stündchen oder sowas. Ich weiß es nicht. Sebo, auch dir einen wunderschönen Samstagabend und Euro, seid auch dir einen wunderschönen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt geduldig. Einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich euch. Einen noch schöneren Sonntag. Ein wunderschönes Restwochenende, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch Lissy. Macht's gut. Catherine, dir auch eine gute Nacht. Schlaf schön. Genau, später noch eine gute Nacht. Schlaf gut. Macht's gut.